Hi, hier ist Greg, dein Gartenbuddy. Und heute sage ich dir, ob du dir unbedingt einen teuren Trimmer kaufen musst oder ob so ein billiger Akkutrimmer aus dem Baumarkt auch seinen Dienst tut. Ich habe hier einen Hurricane-Trimmer aus dem Baumarkt. Kostenpunkt ungefähr 65, 70 Euro inklusive Akku. Da müsst ihr unbedingt darauf achten, denn es gibt viele Geräte online und im Baumarkt. Die sind günstiger, allerdings ist der Akku und das Ladegerät nicht dabei. Das heißt, ihr zahlt quasi doppelt. Ihr müsst dann locker nochmal 40, 50 Euro für den Akku und für das Ladegerät zahlen. Bei dem Gerät hier habe ich einen 18-Volt-Akku. Der reicht für den privaten Gebrauch in meinen Augen total aus. Also wir haben ungefähr 800 Quadratmeter Grundstück. Und mit einem Akku komme ich locker in jede Ecke und kann das Grundstück komplett einmal sauber trimmen. Ansonsten, das müsst ihr noch wissen, das Gerät ist relativ einfach aufgebaut. Ich meine, für den Preis kann man nicht viel verlangen. Ihr habt hier einmal die Möglichkeit, den Winkel zu verstellen, aber auch nicht besonders stark. Für den privaten Gebrauch reicht das allerdings komplett aus. Dann habt ihr einen Abstandshalter hier vorne. Der ist so lala. Ich bin kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso, zeige ich euch gleich im Video. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, die Teleskopstange eurer Größe anzupassen. Das heißt, ich bin ungefähr 1,80. Bei mir ist jetzt ganz okay eingestellt. Also ich stehe bequem, muss mich nicht verbeugen. Und ja, wenn ihr ein bisschen größer oder kleiner seid, könnt ihr einfach das Ganze hier aufschrauben. Reinziehen, rausziehen, wie es gerade passt. Von der Haptik her, das Gerät fühlt sich schon günstig an. Also man merkt schon, wo der Preis herkommt. Aber es ist ein Gartenzimmer, ne? Also sind wir mal ehrlich, es muss sich nicht gut anfühlen. Hauptsache es funktioniert und es tut es. Das Gewicht, ich finde es unglaublich leicht, inklusive Akku. Ohne Akku, den man relativ einfach rausnehmen kann. Das ist natürlich ja, noch leichter. Der Akku hat sogar für den Preis eher unüblich eine Ladestandanzeige. Wenn ihr jetzt aufdrückt, ich zeige euch das gleich nur aus der Nähe. Dann sieht man, okay, ich habe jetzt noch einen vollen Zustand, obwohl ich jetzt schon ein bisschen was gemacht habe damit. Vom Handling her finde ich ihn eigentlich gut. Also ich habe auch schon ein anderes Gerät gehabt. Und muss sagen, mir fehlt nichts. Also es erfüllt seinen Zweck. Und was ich besonders gerne mag oder gut finde, es hat keinen Faden. Das haben die meisten Trimmer. Dieser hat es nicht. Dieser hat Plastikmesser, die man relativ einfach austauschen kann. Ich finde auch im Vergleich zum Faden reißen die nicht so oft ab. Beziehungsweise die sind natürlich deutlich stabiler. Nachkaufen kann man die eigentlich überall. Im Baumarkt kosten, glaube ich, 20 Stück 10 Euro. Das kriegt ihr für den Preis online, kriegt ihr 100 Stück bei Amazon und Co. Der Aufbau ist, ich würde sagen, wenn ich mir so die Einhellprodukte im Baumarkt angucke und bei Amazon, würde ich sagen, es ist genau das Gleiche. Ich würde sagen, ich habe jetzt genug gequatscht. Ich zeige euch mal, wie das Ding wirklich in der Praxis funktioniert.
Ihr habt jetzt ein paar typische Anwendungsfälle bei mir gesehen, wofür ich den Trimmer nutze. Dafür ist er absolut ausreichend. Was ein bisschen stört, habt ihr vielleicht auch gesehen, kurz im Video, der Abstandshalter, der ist bei mir eigentlich fast immer oben. Ich kann ihn nicht verstellen, das heißt, ich kann nicht sagen, ich will jetzt 2 Zentimeter weniger haben. Deswegen klappe ich ihn komplett weg, weil er ansonsten nicht in die Ecken kommt. Also das verfehlt so ein bisschen das Ziel des Ganzen. Ansonsten, es geht schnell. Das Ding kostet nicht viel für den Hobbygärtner oder für den Privatanwender. Finde ich das absolut ausreichend. Und Geräte von Einhell oder wie die günstigen Einstiegsmarken noch so heißen, sind absolut okay für den Privatanwender in meinen Augen. Ja, hat euch das Video gefallen und euch vielleicht bei der Entscheidung geholfen? Hinterlasst einen Daumen hoch, abonniert gerne meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao!